Eieiei. Wo ist denn die Cam hier? Hallo? Hallo? Ich wollte euch bloß mal so ganz nebenbei an Shadow in T1 erklären, hat mir gerade vor eben einer angefragt. Mache ich mal ganz schnell, dürfte kein Thema sein. Was müsst ihr dafür können? Natürlich einen normalen Shadow. Und zwar, ich sage jetzt einfach mal gleich sicher, weil da muss ich weniger erklären. Und zwar solltet ihr einen Shadow still können, also still heißt ja Englisch immer, beziehungsweise immer noch, ja. Ihr solltet den Shadow können, dass ihr den an verschiedenen Orten hin positionieren könnt. Ja, also praktisch irgendwie Shadow Fall oder sowas. Gut, Shadow in T1, das ist, ich kann ihn nicht so perfekt, ja, aber das ist praktisch, wie macht man den jetzt am besten, also, okay, genau, sonst twistet Sonic raus, zack, irgendwie sowas dürfte dann sein. Für mich war das nie ein richtiger Shadow, aber da kam mal eine Diskussion auf und dann hieß es doch Shadow T1 12 oder so, ja. Nun, wie war jetzt nochmal das mit dem Shadow, wann ist es ein Shadow? Natürlich hieß es bei dem früher, wenn die Finger das machen, ohne die Hand zu bewegen. Dasselbe müsste eigentlich auch hier gelten, bloß da fällt es weniger auf, weil da eigentlich kein direkter Background da ist. Bei mir ist natürlich viel Handbewegung dabei, müsste aber rein theoretisch trotzdem noch ein Shadow sein, ja? Meines Erachtens ist es einfach ein Neo Sonic Reverse oder Fingerless Neo Sonic Reverse, aber ja, dann hieß es doch mal anders, ja? Nun, was müsst ihr dafür noch können? Also nur ein Shadow sicher, und zwar ein Charge. Wichtig ist dieser Charge, ja? Den solltet ihr sicher drauf haben, also nicht, dass es irgendwie so angestoppelt ist oder sonst was, sondern ein Charge. Normal, nicht Reverse bitte. Also das wäre der Reverse, wo man auch ein Fingerless TR Reverse machen kann, und der normale ist halt der andersrum. Am besten auch an den Fingerspitzen vorne ist wichtig. Und damit wir das gleich mal ein bisschen üben können, üben wir davor mit Twisted Sonic, weil dann kriegen wir gleich mal Schwung in diesen T1 rein. Also Twisted Sonic fang ich ja so an, dass das Center of Gravity außerhalb dieser Hand ist. Und dann drehen, ja. Und wie sieht jetzt das Ganze aus? Also das war jetzt ja praktisch dieser Shadow T1 12. Voilà, jetzt fällt er mal wieder runter. Ja, ich drehe die Hand kaum und so, und trotzdem geht er rüber. Wie passiert das? Nun, zum einen, wenn ich hier reingehe, dann drehe ich den Stift, also ich habe den ziemlich weit herunten, wie ihr seht, und dann lasse ich den hier herunten, lasse ich den da so los. Und dadurch, dass der Center of Gravity so weit außen ist, dreht er sich um den Zeigefinger. Ja? Das kann man natürlich auch so üben. Hopp, ja. Ja. Geht wunderbar. Es ist nur ein kleiner Impuls so von der Hand, vom Finger, vom Daumen praktisch. Zack. Ist jetzt ein bisschen bescheiden zu erklären, also ich habe das einfach durch wild rumprobieren und irgendwann hat es dann geklappt. Viele werden das Problem haben, ich erkläre das ja mal so, viele haben das Problem, die Hand senkrecht zu machen und dann wirklich einen Neo Sonic Reverse zu machen. Die dieses Problem halt haben, die wirklich dieses Problem haben, also ich hatte halt das Problem nicht, weil ich ja diesen Twisted Sonic Bass davor gemacht habe, und dann habe ich gelernt, diese Hand beim Down zu halten. Aber wer dieses Problem hat, sollte einfach mal hergehen, die Hand fixieren und dann daraus einfach versuchen, diesen Charge in T1 zu machen. Wie ihr seht, es klappt wunderbar, ohne dass ich die Hand drehe. Ja, die Hand soll sich nicht drehen. Mensch, hörst du auf, nicht drehen. Ja. Es verlangt ein bisschen Übung, wenn er sich dreht, einfach wie gesagt eine Zeit lang mit dieser Hand, so, also mit der zweiten Hand fixieren. Konzentriert euch wirklich sehr auf die Bewegung der Finger und der Hand, weniger auf den Stift, somit könnt ihr praktisch die Hand besser kontrollieren. Wenn es dann besser klappt, nehmt ihr einfach mal die zweite Hand weg und probiert es. Macht die Hand trotzdem, also macht die Hand keine Drehung mehr, passt es wunderbar. Dann versucht ihr euch mehr und mehr auf den Stift zu konzentrieren, damit der Clip, sage ich schon, der Clip wird schon irgendwie passen, der Trick dann funktioniert. Also, nochmal kurz, mit der zweiten Hand fixieren, falls ihr die Hand dreht, nach einigen Versuchen dann mal wegnehmen, auf die Hand, auf die Finger konzentrieren, weniger auf den Stift, da klappt zwar der Trick nicht, aber die Bewegung soll klappen,
Und dann, wenn diese Bewegung, also diese Handdrehung nicht mehr da ist, wenn dieses alles, der Ablauf passt, mehr und mehr auf den Stift konzentrieren, damit der Trick funktioniert. Gut. Achtet darauf, dass ihr den Stift, wie gesagt, ziemlich weit an den Fingerspitzen habt. Achtet darauf, dass der Center of Gravity nicht so ist, dann geht er nämlich wirklich nicht drüber, sondern weiter so ist. Und wenn ihr wirklich nur ein Shadow Still in T12 machen wollt, dann solltet ihr schon schauen, dass ihr den Center of Gravity mehr so habt. Weil dann geht er nicht über den Finger rüber und somit bleibt er hier in T1. Übrigens, wer noch Still machen will, sollte auch darauf achten, dass der Stift nicht so über den Finger geht, sondern mehr horizontal dann bleibt. Also, hoppala. Muss wieder anfangen. Ja, der muss praktisch bloß darauf achten, dass der Center of Gravity nicht über den Index drüber geht. Verlangt ein bisschen Übung und meiner Meinung nach muss man auch ein bisschen die Hand dann da bei diesem Trick dann eben drehen, aber man sieht es kaum. Meiner Meinung nach gibt es immer diesen T1 zu 12. Ja? Gut. Ich habe vorhin was gesagt von diesem kurzen Blip Impuls. Wann löse ich den denn aus? Ja? Diesen Impuls löse ich aus, ich mache diese eine Drehung und wenn der Stift jetzt halt hier unten wieder bei dieser Startposition ist und ich fange wieder an zu pushen, ist mein Daumen, wenn man es hier sieht, weiter heraus als der Zeigefinger. Und dann fange ich an mit meinem Daumen, seht ihr das hier von der Seite, der ist jetzt nur weiter heraus, den Stift so ein bisschen rüber zu heben. Ja, es ist mir so ein kleines Flupp-Heben. Und diese Wackel mit der Hand hier, ja, die begünstigt es. Pass auf, jetzt. Ja. Das klingt jetzt alles wieder so einfach und so schwammig erklärt, aber da gibt es gar nicht so viel zu erklären, es ist einfach nur Übung. Und das Wichtigste eben bei diesem Shadow in T1 ist halt, von T1 zu 12, die Hand nicht zu drehen. Definitiv. Definitiv. Ja. Gut. Ansonsten schaut euch mal die Zeitlupe an. Ich versuche auch mal den Finger näher ranzuholen. Weil wenn ihr das echt von der Seite anseht, dann ist der Daumen weiter heraußen und er macht einfach diese Lücke zu. Er schnipst diesen Stift einfach raus. Und wenn diese Lücke hier zu ist, dann geht der Stift auch nicht rein. Ja? Zur Hilfe könnt ihr natürlich auch ein bisschen die Hand nehmen, indem ihr es ein bisschen hier so rüber rückt, je nachdem. Man findet einfach seine Technik selber dann dementsprechend. Aber wie gesagt, das allerpownste, wichtigste ist einfach das, dass man die Hand nicht dreht. Wenn das klappt, dann klappt der Rest auch. Ja? So, ansonsten gibt es dazu nicht viel zu sagen. Probiert es einfach mal ein bisschen selber rum, probiert es einfach mal hier rum, ein bisschen dort rum. Wer Probleme hat, also ihr solltet wie gesagt einen Charge drauf haben und einen Shadow, das Prinzip bisschen verstanden haben und einen Twisted Sonic, wenn wir den schon davor machen, auch. Achten darauf, dass der auf Fingerspitzen vorne der Stift sich befindet. Achten darauf, dass der Center of Gravity nie so ist, ist klar, sondern weiter heraus ist. Und achten, ab wann ihr diesen kleinen Impuls so gibt mit dem Daumen, dass ihr den so ein bisschen nach oben drückt. Ja? Nicht hier oben, sondern wenn der Stift wieder zu der Startposition ist und ihr praktisch neuen Schwung für diesen Charge holt, hier und dann leicht den Stift aus dieser Lücke rauslassen. Ja. Hopp. Das ist so ein kleiner Moment, wo ich vielleicht sogar noch ein bisschen loslasse, damit der Stift frei ist. Dann geht er raus und dann mache ich sofort diese Lücke zu und dann geht er rüber. Ja. Schaut euch das mal in der Zeitlupe an. Es dürfte echt nichts schwierig sein. Das hängt halt auch mal wieder mit der Übung zusammen. Ich weiß, ein bisschen nervig. Ansonsten übt einfach mal Fragen unten rein. Dann gibt es halt mal Hilfe-Tutorial dazu. Weil mir fällt jetzt gerade nichts mehr weiter ein, wie ich das besser erklären kann. Aber wenn Fragen kommen, kann ich es auch besser erklären, Leute. Also, have fun beim Üben und schaut euch einfach mal die Zeitlupe so an. Ja? Bis dann!